So, jetzt wird es ein bisschen abstrakter und jetzt ist eure Vorstellung gefragt. Jetzt kommt nämlich das, was ich am Anfang gesagt habe. Für uns ist das ja so, dass wir einfach nur Schläge und Tritte wahrnehmen, aber für das Spiel ist das alles ganz anders. Das Spiel nimmt nämlich verschiedene Boxen wahr, die sich so ein bisschen hin und her bewegen, ne? Sich umherbewegende Boxen. Und es gibt halt auch verschiedene Boxen, nämlich zum Beispiel kann Ryu halt eine Box erschaffen, die Schaden verursachen kann, halt immer wenn ich einen Angriff ausführe. Und das ist dann sozusagen die Hitbox, die Box des Treffens. Die unterscheidet sich halt aber auch noch, oder hat immer ein enges Zusammenspiel mit einer anderen Box, die halt die Box des Getroffenwerdens ist. Also die Box des Getroffenwerdens, die halt geil dauerhaft umgibt. Und mich Ryu, also wir haben halt gerade beide eine Hurtbox. Und das ist halt die Box des Getroffenwerdens. Wenn die sich überlappen, kommt es dazu, dass Schaden entsteht, wie ihr oben sehen könnt. Und es kommt dann noch zu einer anderen Sache, die halt nämlich dann, die ich jetzt auch nochmal gleich erwähnen werde. Es ist halt aber auch so, wie groß diese einzelnen Boxen sind, hängt von der Priorität ab und von den einzelnen Moves. Also alle Moves verändern diese Hurtbox individuell. Und wenn dann halt aber auch diese Hurtbox und Hitbox aufeinandertreffen, kommt es zur Lähmung. Und bei Guide ist das halt jetzt so, dass er während dieser Lähmung halt nichts machen kann. Das wird auch als Hits dann bezeichnet, Trefferlähmung. Ist halt dann so, dass er währenddessen nicht angreifen kann, er kann sich nicht bewegen. Bei einem Treffer, wenn wirklich diese Trefferlähmung fällt auch unterschiedlich wieder aus, kommt auf die Moves drauf an. Manche verteilen jetzt wenig und manche verteilen jetzt ziemlich viel. Wenn die viel verteilen, kann man halt vielleicht nochmal ein Combo machen oder so. Und ist halt alles unterschiedlich. Und deswegen zeige ich jetzt einfach mal, also wenn ich ihn jetzt mit Move treffe, der relativ viel Trefferlähmung austeilt, ist es halt so, dass ich dann früher am Zug bin, also eine Combo starten könnte, oder ich springe halt einfach jetzt gleich mal hoch und zeige das, dass ich dann wirklich so viel Zeit noch habe danach. Habt ihr es gesehen? Ich bin früher hochgesprungen als er, und das heißt eigentlich, dass ich dadurch im Vorteil war, oder ich hatte halt einfach, war ihm einen Schritt voraus sozusagen. Und das kommt halt also auch auf die Moves drauf an, ne? Das Spiel ist individuell von den ganzen Moves. Und genau, deswegen wann trifft mich aber auch ein Gegner, möchte ich noch schnell sagen. Also das ist entweder, wenn der Gegner, bevor meine Hitbox aktiv wird, er mich mit seiner Attacke unterbricht. Oder wenn der Gegner mich, nachdem meine Hitbox aktiv geworden trifft, also ich sag mal, ich mach die jetzt, aber trotzdem schlägt er mich kurz danach und trifft mich. Oder Option 3, er entgeht meiner Trefferbox, halt zum Beispiel durch einen Sprung, weil ich hier das mache. Ich mach das hier und er springt währenddessen von oben rein und trifft mich dann halt oben. Und dann hat er mich auch getroffen. Es gibt halt aber auch so, dass, ich hatte ja von Hits dann gesprochen und dieser Lähmung, die verändert sich halt aber auch, wenn der Gegner einfach nur alles abwehrt. Ja, dann ist es nicht mehr Hits dann wird es als Blocks dann bezeichnet. Und dann ist das entweder so, dass dieses Blocks dann, das spielt eine ganz entscheidende Rolle, halt auch bei noch einem anderen Fakt. Ist halt aber auch wie beim Hits dann, also der Gegner kann währenddessen nichts machen, da gibt es halt auch Moves, die mich dann in den Vorteil setzen. Ich zeige es jetzt mal hier zum Beispiel, wenn er jetzt springt und ich auch springe, ich bug ganz minimal im Vorteil. Aber sie nehmen halt auch keinen Schaden, wenn Blocks dann ist, ne? Halt im Street Fighter 5 gibt es halt diesen grauen Schaden, der halt aber erst dann wirklich aktiv wird, wenn ich beim Gegner dann reinkomme. Oder halt Chip Damage bei Special Moves, aber ist halt auch relativ wenig. Okay, also Blockstun spielt wirklich bei einer Sache eine entscheidende Rolle, und das ist so bei der Tatsache, dass Fighting Games rundenbasiert sind. Auch wenn ihr das mir nicht glauben mögt, aber so Angriff und Abwehr, die wechseln sich so ein bisschen miteinander ab. Wenn man das jetzt einfach nur so sieht, geht das so fließend ineinander über, aber in Wirklichkeit ist es wie bei anderen Spielen oder bei Pokerspielen, dass auch immer mal der eine oder andere am Zug ist. Und genau, deswegen, also Angriff und Abwehr spielen eine entscheidende Rolle, wie beim Boxen, da ist ja auch immer mal einer gerade am Drücker und dann auch wechselt sich das ab, der andere, weil der vielleicht einen Schlag gemacht hat, wo er ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt, dann kann der andere, und das heißt, man kann nach einem Move, gibt es drei Zustände, entweder man hat einen Vorteil, einen Nachteil oder man zieht gleich, und das kommt halt auch immer auf zwei Sachen an, nämlich die Zeitpunkt, wenn mein Move vorbei ist und die Lähmung. Es kann halt nämlich sein, dass mein Move vorbei ist und der Gegner danach immer noch gelähmt ist. Und dann kommt halt auch sowas zustande wie, ich zeig's mal hier, das ist jetzt ganz extremes Beispiel, dann kann ich halt im Vorteil sein und springe dann viel höher, also viel schneller hoch als er, ja, weil meine Lähmung immer noch aktiv ist, nachdem mein Move schon vorbei ist, und das ist halt relativ lang, dann habe ich halt einen Vorteil. Wenn ich einen Gegner halt treffe und er nicht blockt, dann kann ich halt Kombos dann machen, aber wenn er blockt, geht das meistens nicht. Dann gibt's halt den zweiten Zustand, mein Move kann, ich kann Lähmung austeilen mit meinem Move, aber die Lähmung ist kürzer als die Phase meines Moves. Also mein Move ist danach immer noch aktiv. Mein Move ist danach immer noch aktiv, nachdem ich aber gelähmt habe. Ich zeige es einfach mal. Also ich mache hier das und er wird jetzt höher als ich springen, also früher hochspringen, weil einfach er schon sich früher bewegen kann als ich. Habt ihr gesehen? Also es war ganz schön viel.
Und das heißt, er wäre jetzt am Drücker gewesen. Es kommt halt immer drauf an. Also ein Move kann halt Plus oder Minus sein. Und oder auch neutral, sage ich mal. Ist aber am seltensten der Fall. Und je nachdem, wie lang dieses ausfällt, dieses Plus oder Minus. Also wenn es extrem Plus ist, ja, habe ich einen extremen Vorteil. Oder halt, wenn es jetzt zum Beispiel extrem Minus ist, dann kommt halt aber auch dieser Fakt des Punishments ins Spiel. Das heißt, dass er mich zum Beispiel, nachdem mein Move vorbei ist, kann er mich dann halt zum Beispiel bestrafen. Ihr habt gesehen, wie früher schon hochgesprungen ist. Also nach dem Move könnte er mich zum Beispiel wirklich in die Hölle schicken. Und ja, deswegen, es kommt auch immer die Aspekte, das ist der Aspekt der Sicherheit, von dem ich gerade gesprochen habe. Also ob das dann vorbei ist und mein Move noch aktiv, ja, dann ist er halt Minus. Oder wenn mein Stun immer noch aktiv ist, nachdem mein Move vorbei ist, dann ist es halt safe oder auch Plus. Und deswegen ist es halt auch wichtig, zu wissen, welche Knöpfe einen Vorteil verschaffen und welche einen Nachteil verschaffen. Und das ist halt immer wichtig für diesen Wechsel der Offensive und der Defensive, wann wer am Zug ist und so weiter. Ich habe eben das versucht immer so ein bisschen zu umgehen. Der Move hat halt drei Phasen auch. Und zwar hat er einmal eine aktive Phase, bevor er aktiv wird. Dann hat er, also die Phase, bevor der Move dann wirklich diese Hitbox, die Schaden austeilen kann, projiziert. Dann hat er die aktive Phase, also wenn die Startphase vorbei ist, dann ist mein Move aktiv und kann Schaden austeilen, ne? Das ist dann hier auch, wenn ich gerade einen Gegner treffen kann. Und dann haben wir noch die dritte Phase. Nachdem mein Move vorbei ist, kann es halt auch sein, dass ich, muss der Move halt auch wieder abklingen, ne? Also zurück zu der Ausgangshaltung, und da ist dann die Hitbox auch schon wieder vorbei und der Move, geht dann halt, zieht sich wieder zurück, sodass ich mich dann wieder bewegen kann. Also das ist dann der Zustand unmittelbar davor, bevor ich mich dann wieder bewegen kann. Ja, und diese drei Phasen sind wichtig, vor allem halt, wie ich eben gesagt habe, halt die letzte Phase ist halt sehr im Zusammenspiel mit diesem Stun, also mit der Lähmung, halt wann mein Move vorbei ist, also wann mein Move abgeklungen ist und ich mich wieder bewegen kann und wie viel Stun der Move austeilt. Und jetzt bei Ryus Hardkick ist es zum Beispiel so, dass wir 10 Frames Start haben, dann haben wir 2 Frames, wo er aktiv ist, also 2 Frames nur, und dann haben wir 8 Frames, in denen, wenn der Move wieder abklingt, also Frames ist die Einheit, in der ein Fighting Game betrachtet wird oder auch die Dateien, weil ein Fighting Game läuft mit 60 Bildern pro Sekunde, ein Frame ist ein Bild. Und diese Einzelbilder werden aneinandergereiht. Das ist wie bei Filmen, also ein Film ist eigentlich auch nur ein Stück, das am Ende erschaffen wird, weil viele Bilder hintereinander kommen und so fließend ineinander übergehen. Und ja, deswegen, also das ist aber dann auch schon für Fortgeschrittene, die Frame-Data direkt zu kennen. Ich würde immer sagen, merkt euch am meisten schon mal, was Plus ist, was Minus halt ist, gell. Und dann, das reicht erstmal am Anfang vielleicht schon, wann ihr am Drücker seid. Oder vielleicht auch zu wissen, man sieht halt auch oft, welche Moves dann vielleicht schon so sehr Minus sind, dass man sie bestrafen kann, halt hier beim Uppercut zum Beispiel. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein schlechter Move, das ist eigentlich ein guter Move, aber kommt halt drauf an, wann man ihn benutzt, wie es so oft ist. Und es gibt halt auch dann wirklich, wirklich sehr viele verschiedene Verwendungszwecke der einzelnen Moves. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr einen neuen Char lernt, zu wissen, welche Moves, welche Stärken haben und welche Schwächen und wann er sie einsetzt und welche Moves sich vielleicht öfters einsetzen lassen und welche weniger. Es gibt halt jetzt hier in dem Fall, Moves können halt unterschiedlich sein. Ich sag mal, Moves vielleicht mit einer kurzen Startphase. Damit könnt ihr halt Angriffe unterbrechen, die halt länger dauern, wie jetzt halt hier der Kick von Ryu. Oder halt Moves, die 4 Hits dann austeilen, wenn ihr den Gegner trefft. Also das ist halt, dann könnt ihr halt Kombos starten. Das habe ich jetzt zwar gerade verkackt, aber ihr glaubt es mir einfach mal. So, dann habt ihr zum Beispiel Moves, die 4 Blocks dann austeilen. Ja, dann könnt ihr Gegner in die Defensive drängen und ihr seid immer noch am Zug. Gibt halt aber auch noch die Eigenschaft bei Moves, dass ihr vom Gegner rausgedrückt werdet. Also wenn ihr einen Vorteil immer nach einem Move haben würdet und immer noch beim Gegner wärt, wäre das vielleicht ein bisschen broken. Deswegen werdet ihr immer vom Gegner weggestoßen. Das ist dann halt auch wiederum Pushback, ne? Jetzt kann ich nicht mehr drücken oder treffen. Dann gibt es halt auch wieder Moves, die wenig Blocks dann austeilen. Die solltet ihr dann wirklich nur benutzen, wenn ihr sicher seid, dass der Move auch trifft, weil ihr dann wirklich vom Gegner richtig krass bestraft werden könnt. Wieder das Punishment. Also es ist ein Risiko. Oder Moves, die zum Beispiel euren Kopfbereich abdecken. Da habe ich wieder mal was aufgenommen. Ich glaube, das ist die 4. Ich hoffe es einfach mal, ne? Also den Kopfbereich abdecken für Gegner, die auf euch zuspringen. Jetzt habe ich ihn mal nicht getroffen. Ich guck mal. Ah, es war zu weit weg. Okay, jetzt zeige ich nochmal, wie es eigentlich aussehen sollte. Meine Güte, ey. Das ging gerade richtig schief, aber ich habe gerade eben alles ziemlich gut erklärt, glaube ich. Deswegen lasse ich das mal so und habe einfach jetzt hier einen Cut gemacht.
Also es gibt halt auch Moves, die jetzt zum Beispiel vielleicht noch eine bessere Reichweite haben als andere Moves und die dann halt zum Beispiel gut, um Raum abzudecken, was ja auch eine Art von Vorteil ist. Es geht ja auch darum, einen Vorteil zu haben in Fighting Games, kann ich gar nicht genug sagen. Und deswegen sind die Moves dann auch dafür halt ziemlich gut, halt auch hier normale Moves, also zum Beispiel die, um Gegner auf Abstand zu halten, weil ja auch die Kontrolle von Raum ein Vorteil ist und wenn ihr Raum kontrolliert, dann hat es der Gegner schwerer. Es geht ja auch darum, den Gegner das so schwer und frustrierend wie nur möglich zu gestalten. Und deswegen ist halt auch wichtig, dass ihr vielleicht am Anfang erstmal für diesen Standard-Gameplan ist, ne, einen Gegner mit zwei Moves zu kontrollieren, weil sie ein 2D-Fighting-Game zwei Dimensionen hat, ne, dass ihr erstmal einen für die Achse habt oder hier für die X-Achse und einen für die Y-Achse, wenn ein Gegner auf euch springt, dann holt dann aus der Luft mit hier diesen Move zum Beispiel oder diese zwei Moves skin zum Beispiel dafür und ja halt, also dass ihr den Gegner halt einfach kontrollieren könnt, den Raum kontrollieren könnt vor euch und über euch und das ist schon mal, wenn ihr das schon mal zum Beispiel könnt und lernt, habt ihr schon vielen Spielern was voraus, die halt immer nur reinspringen wollen und so. Also es gibt halt viele Wege, den Gegner zu besiegen. Einer ist zum Beispiel da der Weg, dass ihr immer versucht, ihn nur auf Abstand zu halten, dass er bei euch versucht reinzukommen und ihr ihn immer raushaltet, einfach weil ihr den Raum um euch kontrolliert. Deswegen versucht einfach erstmal vielleicht nur mit zwei Moves den Gegner rauszuhalten, also zum Beispiel die CPU auf Abstand einfach zu halten und sie einfach nicht reinzulassen. Da würdet man auch wirklich, also Guile und Ryu, die können das halt auch ziemlich gut, weil die einfach diese Tools haben, mit denen sich da wirklich gut arbeiten lässt. Und ja, deswegen probiert das einfach erstmal und jetzt mache ich mal wieder einen kleinen Cut. Ja, ich will jetzt nur nochmal abschließend betonen, dass jeder Move wirklich ein Pro und ein Contra hat. Dass es sehr situationsabhängig ist, wann ihr einen Move benutzt. Also ihr solltet wissen, wann ihr die Moves benutzt. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass alle Moves gleich gut sind, weil manche Moves halt wirklich sehr eher nutzlos sind oder halt auch so hoch situationsabhängig. Und es ist halt auch einfach ein Teil des Lernens von Fighting Games, halt, welche Moves welche sind und welche man mehr benutzen kann und welche weniger. Und es ist auch einfach unwichtig, also es ist wichtig, dass ihr wisst, dass es unwichtig ist, wie cool oder wirklich uncool ein Move vielleicht aussieht, weil einfach fürs Spiel sind es einfach nur Boxen und es geht ja darum, wenn ihr gewonnen habt, ist es einfach, ist das viel größere Triumph, als einfach irgendeinen coolen Move benutzt zu haben. Also es ist egal, wie stylisch oder krass ein Move aussieht. Meistens ist es auch so, dass man die Moves hier, die vielleicht die krassesten Effekte haben, dass man die am wenigsten benutzt, obwohl die Super von Ryu eigentlich gar nicht so selten ist. Deswegen spielt Leber mit wenig Moves, die gut sind und effektiver als vielleicht jemand, der sagt, okay, ich wechsle jetzt immer die ganzen Moves, damit es cool aussieht. Das macht keinen Sinn. Oder auch wenn jetzt jemand sich aufregt, dass ihr einfach die ganze Zeit den gleichen Move benutzt. Es gibt für jeden Move einen Counter, das ist in Fighting Games halt einfach auch so festgelegt. Also manche Moves sind halt stärker als andere, aber ihr habt immer eine Chance, einen Move wirklich zu kontern. Also es ist nie so, dass ihr einfach keine Chance habt. Ja, und Moves sind wirklich die kleinste Einheit von einem Fighting Games und mit der Zeit habt ihr dann auch vielleicht, lernt ihr dann so eine Kombination von Moves zu benutzen, die halt dann ihre gegenseitigen Schwächen ausgleichen. Jeder Move hat eine Stärke und eine Schwäche und die Moves kompensieren das dann und dadurch lassen sich dann auch vielleicht verschiedene Spielstile ausprägen. Am Anfang ist halt aber wichtig, dass ihr versteht, wie Ryu und Guile funktionieren, weil das so die Vorläufer aller Charaktere sind, die sich aber in einem Merkmal gravierend voneinander noch unterscheiden, weil Guile einen Charge-Charakter ist, bei dem man die Special Moves aufladen muss. Ja Leute, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Video.